Hallo. Taktarten, eine Einführung. Bisher hatten wir über Pulsationen gesprochen. Das heißt, durchlaufende gleichmäßige Schläge. Dann Taktierung mit Schwerpunkten. Ja. Schluss. Es gibt jetzt eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze zu zählen mit der Hand, ohne immer nur einmal in die Hand zu klatschen. Und zwar kommt es aus der indischen Rhythmik und nennt sich Lagu. Das ist eine Geste. Und zwar wird da die 1 der Taktgruppe durch einen Handtellerschlag markiert. Das wäre die 1. Und alle übrigen Zählzeiten werden mit den Fingern abgezählt. Und zwar beginnt bei dem kleinen Finger bis zum Daumen. Ich mache das einmal vor. Ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Dreier-Taktierung. Wir zählen also von 1 bis 3. Wir spielen 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und Schluss. Das Gute daran ist, man kann die Hand einfach durchlaufen lassen und spürt in der Hand quasi die Taktierung. Viel besser, als wenn man jetzt immer die gleiche Bewegung ausführen würde. Machen wir einen Zweier, verkürze ich das Ganze. Wir zählen 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Wie wird da zum Beispiel ein Sechser aussehen? Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bis zum Daumen immer abzählen. 5, 6. Und ich brauche es eigentlich gar nicht mehr mitzählen, weil meine Hand ja im Prinzip spürt, bis wohin ich gehen muss, ja? Und 1. Wenn ich jetzt über diese Fingerspanne hinausgehe, zum Beispiel zu einem 7er, beginne ich einfach wieder vorne beim kleinen Finger. Ich mache das mal vor, ein 7er. Wir zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Eine prima Variante für das Zählen von Taktarten. Relative Tempi. Jeder wundert sich am Anfang, was eigentlich der Unterschied zwischen zum Beispiel einem 6/8 und 6/16 Takt oder 4/4 und 4/2 Takt. Ist ganz einfach, es geht nur um Tempi. Und zwar das Tempo der Grundschläge. Wir bauen das Ganze mal auf. Wir sagen einfach, dass dieses Tempo, das ich jetzt markiere, von einem Schlag zum nächsten eine ganze Note ist. Müssen wir ein schönes langsames Tempo wählen? Wir schauen mal. Ja, das ist unsere ganzen. Wenn ich jetzt also 7 ganze Takt sage, als Taktierung, dann heißt das nichts anderes, dass der Takt 7 solcher Schläge beinhaltet. Das können wir mit unserer neuen Technik, Lagu-Technik, einfach markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir übernehmen also das Grundtempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind meine Ganzen. Das bedeutet, dass die Halben doppelt so schnell sein müssen. Ja?
Um dieses Tempo rauszubekommen, muss ich jetzt einfach das Ganze verdoppeln im Tempo. Das kann ich auch mit meiner Lagu-Technik machen, indem ich immer Zweier zähle. Ich setze also immer einen Finger dazwischen. Wir probieren das mal. Eins und dieses und, das ist jetzt die halbe Note. Ich zähle also. Das sind meine Halben. Doppelt so schnell. Ja. Habe ich also abgeleitet aus den ganzen Noten. Wenn ich jetzt einen halben Takt markieren möchte, zum Beispiel ein 7/2, zähle ich also jetzt in diesem Tempo 7 Schläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, alles klar? Ist deutlich, dass das ein anderes Tempo ist. Und zwar doppelt so schnell wie unsere ganze Note vorher. Wenn ich jetzt einen 7/4-Takt markieren möchte, muss ich die Halben nochmals verdoppeln im Tempo. Das mache ich wieder mit meiner Lagu-Technik. Zwischen die Schläge kommt jetzt immer noch ein Tippen, ne? Das ist dieses und. Und daraus mache ich jetzt einen gleichmäßigen Puls. Ja, das ist das Gleiche. Jetzt als Puls. Jetzt habe ich meine Viertelnoten. Das Ganze jetzt als 7/4. Wäre einfach nur abgezählt bis 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Das sind die Vierte. Jetzt will ich einen Achteltakt, 7/8-Takt markieren. Wieder verdoppeln. Das sind die Vierte. Ich brauche jetzt Achte, die sind doppelt so schnell. Ich setze jetzt wieder zwischen die Schläge immer ein Tippen des Fingers. Hier ist es eigentlich ziemlich deutlich. Ja? Und daraus wird jetzt ein Puls, in dem ich immer gleiche Schläge absolviere. Achtung! Das sind die Achte. Man sieht, die sind deutlich schneller als die ganzen oder die halben oder die Viertel. Das sind die Achte. 7, 8, Achtung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist eigentlich der ganze Unterschied. Es ist nur ein Tempo. Also es ist erstmal sehr langsam. 7 Ganze. Doppelt so schnell. Das sind die 7/2. 7. 7/4. Doppelt so schnell. 7. Und 7/8 dementsprechend auch schneller. Doppelt so schnell. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Das alles geht nur um Tempi. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Basis einen 2/2 markiere, das sind meine Halben. Ja, daraus möchte ich jetzt einen 2/2-Takt machen. Zähle ich einfach 1, 2, 1, 2. 1, 2, ne? Das ist mein 2/2. Jetzt will ich ein 2/4, nee, nehme ein 4/4. Ist besser. 4/4 daraus machen.
Das heißt, ich übernehme jetzt das Tempo und versuche erstmal die Vierte zu generieren. Doppelt so schnell. Das wäre ein Viertel. Ja, ich meine Viertelpuls. Vier Viertel, Achtung. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Nimm mal ein Dreiviertel. Wechsel mal, Achtung. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ganz einfach, ne? Sechs Achte wäre doppelt so schnell. Das sind die Achte. So komme ich auf die Achte. Na, ich halbiere meinen Grundschlag. Achte. Achtung, 6 Achte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Das ist das ganze Geheimnis. Eigentlich gar kein Geheimnis. Viel Spaß.